meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute ein, ja, für mich ein besonderes Video. Ich habe nämlich Fanpost bekommen. Echt, ich habe Fanpost bekommen und das finde ich so toll und ich habe mich so darüber gefreut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, hier zeige ich euch jetzt erstmal die Karte, die sieht so aus. Und von hinten so. Und das kann ich jetzt hier auch vorlesen. Da hat sie drauf gestempelt, zauberhafte Winterzeit. Wünsche ich dir und deiner Familie viel Spaß mit der Überraschung. Liebe Grüße, Andrea. Und hier unten hat sie auch nochmal, schaut mal, das ist ein ganz süßes Motiv. Richtig toll. Ja, liebe Andrea, ne, das war wirklich eine Überraschung. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Und zwar hat sie mir einige Sachen gebastelt. Womit fange ich denn jetzt mal an? Ich fange jetzt einfach an mit der Taschentuchverpackung. So, da hat sie mir eine Taschentuchverpackung gemacht. Die sieht so aus. Und da ist dann das Päckchen Taschentücher drin. Total schön. Und dann hat sie den blauen Weihnachtsblock vom Action dazu verwendet. Und das fand ich ja dieses Jahr auch den schönsten. Also der hat mir am besten gefallen, der blaue. Ja, einmal das. Und dann das hier. Eine kleine Explosionsbox mit einem Teelicht. Und da steht Jasmin. So, könnt ihr das erkennen? Und das kann man dann hier anmachen. Ah, schaut mal. Süß, oder? Ja, finde ich richtig witzig. Und auch hier, das finde ich auch eine tolle Idee. Mein Namen drauf gestempelt und dann diese Zipfelmützen. Echt süß. Ja, diese. Aber da kommt noch was. So ist nicht. Ist noch ein bisschen was da. Dann mache ich jetzt mal hier mit weiter. Noch eine Verpackung. Mit diesem, ja, rosa ist es ja nicht. Fliederfarben würde ich es nennen. Und dann hat sie hier diese Schneeflocken draufgeklebt. Die sind auch vom Action. Und jetzt mache ich das mal auf. Tada! Mit Magnetverschluss. Könnt ihr das sehen? Da und da. Und da ist drinnen Badekristalle von Kneipp, Goodbye Stress, Wasserminze und Rosmarin. Freue ich mich schon drauf. Und da ist noch was drin. Schaut mal. Okay. Dann haben wir hier zweimal so, ja, was ist das? Also einmal in Grau und einmal in Weiß mit Stern. Und das ist bestimmt, also Washi-Tape ist es nicht. Wartet mal, wo ist hier der Anfang? Gucken, ob ich ihn hier finde. Ah, hier. Das ist bestimmt so ein, wie heißt denn das? Tesafilm mit Dekor, mit Muster. Ich krieg's nicht auf. Ihr wisst, was ich meine. Nee, ich krieg das jetzt nicht auf. Es tut mir leid. Wie heißt das denn bloß? Ich komme nicht drauf. Krieg ich es hier auf? Ach, Mädels. Ihr wisst doch, was ich meine. Jetzt. Ich habe so kurze Fingernägel. Es geht echt schwer. Jetzt. Ja, das ist hier so ein. Ja. Wie heißt das? Da gibt es auch ein bestimmtes Wort. Ich sag jetzt halt mal Tesafilm mit Muster. Aber es heißt anders. Aber es ist richtig schön, ne? Gefällt mir richtig gut.
Sehr cool. Das noch ist da drin gewesen. Was haben wir dann hier noch? Ah, lilafarbene Pailletten. Die kann man natürlich auch immer gebrauchen. Und da ist noch was drin. Auch noch mal verpackt. Das mit diesem schönen Papier. Ei! Boah! Ein Labello von Neutrogena. Das ist ja cool. Den mag ich nämlich richtig gerne. Sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank. Den mag ich richtig gern. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Hammer. Du bist doch echt verrückt. Eieiei. Freu. So. Das und dann. Was haben wir noch? Mit was mache ich jetzt mal weiter? Ach, ich nehme jetzt mal hier die Stanzteile. Da hat sie mir nämlich auch Stanzteile ausgestanzt. Die zeige ich euch gerade mal. Ui. Da haben wir hier Christbaumkugeln. Drei Stück. Und dann hat sie mir hier solche Blüten. Sehr cool, die sind auch richtig schön. Und dann noch mal solche. Sehr, sehr cool. Und was haben wir noch? Was haben wir noch hier? Hoppala. Gehören die hier rein? Nee. Das? Total filigran. Sehr schön. Dann haben wir hier noch mal in kleiner, hat sie die mir auch noch mal mit ausgestanzt. Sowas noch. Und hier Schneeflocken, Schneekristalle, Eiskristalle. Sehr schön. Wirklich richtig toll. Die hier und dann noch die. Gefällt mir sehr gut. Und das, was da noch liegt, das ist doch bestimmt. So. Das ist doch bestimmt für die Weihnachtskugel, nehme ich mal an. Dass das hier so. Ups. Na. Das kommt bestimmt hier so drauf. Genau. Gefällt mir sehr gut. Boah, muss ich aber echt aufpassen. Richtig schön, ja. Vielen lieben Dank nochmal. Und dann habe ich, oh, da habe ich mich ja auch so gefreut. Ah, das blaue Papercraft Set hat sie mir geschickt. Ach, das fand ich echt toll. Bei uns gab es das ja nicht, die Papercraft Sets. Ich glaube jetzt, kurz bevor jetzt wieder zugemacht wurde, sind sie gekommen. Und eins habe ich ja schon mal besorgt bekommen und jetzt hat mir die Andrea noch mal eins mitgeschickt. Und das finde ich halt so schön, das Blaue. Ich finde das so schön. Ja, ihr kennt es ja, deswegen mache ich es jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz kurz nochmal.
Aber das fand ich das Schönste von den Vieren, die es dieses Jahr gab. Und da ich das jetzt zweimal habe, werde ich da ein Album draus basteln. Und dann haben wir hier noch die A5-Seiten. Ja, das ist echt schön. Richtig schön. Und natürlich die Sticker, die da mit dabei sind, ne? Hupsala. Finde ich den Eisbären hier so süß. Und dann waren diesmal waren Stencils dabei. Das fand ich jetzt auch mal richtig cool. Und hier so Schneeflocken sollen das sein. So, ja, Kunstschnee. Und dann sind dann hier noch die Die-Cuts. Und diesmal konnte man halt auch Verpackungen basteln. Also das fand ich wirklich mal richtig cool dieses Jahr. Muss ich mal so sagen. Genau. Ja, dann habe ich das noch bekommen von ihr. Und dann haben wir jetzt noch zwei Sachen. Und zwar Entspannung für dich Teil 1. Hat sie auch wieder eine schöne Verpackung gebastelt. Auch wieder dieses schöne Papier mit Bling Bling. Und hier ist Washi. Und das geht jetzt auch schon auf. Entspannung für dich, Teil 1. Okay, da hat sie eingepackt. Diese Glitzerfläschchen. Da ist ja dieses in Rot und in Pink, dieses Glitter. Und dann haben wir einmal mit Herzen und einmal Hexagon. Und Lachgummis. Sehr schön. So. Und dann Teil 2. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, richtig süßes Geschenkpapier. Okay, ich mache das jetzt mal auf. Schon fast auf. Ah, was ist das denn Feines? Eine Haarmaske. Das ist ja auch cool. Mit Kokosöl für trockene Haare. Okay, sehr cool. Ich habe die Dinger, ich kenne diese Teile und noch eine. Ja, das werde ich mal austesten. Also ich kenne sie, aber habe das noch nie ausprobiert. Bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Sehr, sehr schön. Freue ich mich. Ja, ihr Lieben, das war meine Fanpost. Unglaublich, echt. Der absolute Hammer. Und ich freue mich immer noch. Ja, immer wenn ich was geschickt bekomme, freue ich mich so dolle wie so ein kleines Kind. Und ach, alles hat dann bekommt seinen Platz. Und ja, die Kommode ist schon voll. Das werdet ihr noch sehen. wie ich das dann in der neuen Wohnung mache, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Aber alles, was ich bekomme, bekommt seinen Ehrenplatz. Und auch natürlich die Fanpost. Liebe Andrea, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Also das war wirklich eine absolute Überraschung. Tausend Dank nochmal. Ja, ihr Lieben, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob euch die Post genauso gut gefällt wie mir. Ich bin jedenfalls begeistert und ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer
eine schöne und kreative Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Drückerchen, euer Mine-Mienchen. Tschüssi!